Guten Tag. Kann ich was fragen? Wie ist der Herr hier so? Herr Hanusch? Er behandelt seine Leute gut, aber er ist ein Raubein. So wie die Dinge laufen, wird's mich nicht wundern, wenn er und seine Männer ein paar Ärsche versohlen. Wie ist Herr Hans Kappon so? Ach, ein verwöhnter Stenz. Herr Hanusch muss versuchen, ihm etwas Vernunft einzubläuen. Andernfalls graut's mir davor, was aus Rattay wird, wenn er herrscht. Kennst du Herrn Bernhard, den Hauptmann Ratays? Griesgrämig, aber gerecht, würde ich sagen. Das wäre alles. Du hast ein ehrliches Handwerk. Wieso drehst du krumme Dinger? Schlechte Zeiten. Die Ernte ist ausgefallen und es gab nichts zum Mahlen. Hab ein Maul zu stopfen. Also was hätte ich tun sollen? Und das, während sich die hohen Herren in der Burg und die Kuttenträger im Kloster die Bäuche vollstopfen. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Also hast du sie selbst in die Hand genommen, nicht wahr? Und nun nimmst du dir, was du willst? Zieh die Rübe aus deinem Arsch und mach die Augen auf, Heinrich! Kriege kommen und gehen, doch alles bleibt beim Alten. Die Armen krepieren und die Blaublüter fahren alles ein. Wir müssen sehen, wo wir bleiben. Also, was schert uns die beschissene Moral? Du hast nicht zufällig Arbeit für mich. Oh doch. Und Überraschung. Es ist wieder ein Ring im Spiel. Wie letztes Mal? Dieser Ring ist allerfeinste Handwerkskunst. Und wer wäre wohl besser geeignet als der Ringexperte höchst selbst? So ein reicher Pfau hat seinen Ring vergessen, wie er das letzte Mal im Badehaus zum Rumhuren war. War wohl zu blau, um es zu bemerken. Und jetzt will er ihn zurück. Aber die vom Bad wollen nichts davon wissen. Warum geht er nicht zum Vogt? Warum? Weil er nicht will, dass irgendwer von seinen Ausflügen weiß. Und die Zubermägde haben Schiss, ihn zu verhökern, falls der Vogt doch irgendwann danach sucht. Also lösen wir das auf unsere Weise. Was sagst du? So gut wie erledigt. Wenn für mich was dabei rausspringt. Keine Bange, du kriegst deinen Anteil. Der Ring ist in der Truhe, in der Kammer von der Besitzerin des Badehauses. Bring ihn mir, sobald du ihn hast. Was ist denn?
Hey. Ich habe deinen Ring. Sehr schön. Die im Badehaus werden durchdrehen, wenn sie das rausfinden. Hier, aber versauf nicht gleich alles.